Geschichten von Frau Usebuse. Heute lese ich euch die Geschichte vor, die Party, die lustige Party. Frau Usebuse kommt von einer Weltreise zurück, von einer weiten Weltreise. Sie stellt ihren Koffer ins Schlafzimmer, den großen, schweren Koffer. Frau Usebuse zieht ihren Reisemantel aus, ihren bunten Reisemantel. Dann nimmt sie ihren Hut ab und zieht die Reisestiefel aus. Und sie zieht ihr Kleid aus, ihr Reisekleid. Dann zieht Frau Usebuse sich ein anderes Kleid an, das gelbe Kleid. Das schöne gelbe Kleid mit grünen Laubfroschen und schwarzen Katzen. So ein schönes Kleid, denkt Frau Usebuse, genau das Richtige für heute. Denn Frau Usebuse will eine Party feiern, mit Gästen, mit vielen Gästen. Ihr Nachbar will kommen, der dicke Nachbar, und 18 andere Gäste. Nun fehlt nur noch etwas zu essen für die Gäste, denkt Frau Usebuse. Und Essen ist in der Küche, im Kühlschrank. Frau Usebuse geht in die Küche. Sie öffnet den Kühlschrank. Sie schaut in den Kühlschrank. Der Kühlschrank ist leer, ganz leer. Was mache ich nur, denkt Frau Usebuse. Gleich kommen meine Gäste und ich habe nichts zu essen für meine Gäste. Frau Usebuse möchte ihren Gästen etwas zu essen anbieten. Aber wie, wenn nichts da ist? Und Frau Usebuse denkt nach. Sie denkt lange nach. Dann hat sie eine Idee, eine gute Idee. Ich kann ja etwas zu essen zaubern, denkt Frau Usebuse. Das ist einfach. Schnell holt Frau Usebuse ihren Zauberstab. Aus dem großen, schweren Koffer im Schlafzimmer und geht wieder in die Küche zurück. Frau Usebuse nimmt den Zauberstab in die Hand. Sie schließt die Augen. Dann hebt sie den Zauberstab und schwingt ihn durch die Luft. Abracadabra, simsalabim, dreimal schwarzer Kater in Milch gekocht. Abracadabra, simsalabisch. Jetzt steht Essen auf dem Tisch. Frau Usebuse öffnet die Augen und schaut auf den Tisch. Auf dem Tisch steht nichts, gar nichts. Ich zaubere einfach noch einmal, denkt Frau Usebuse. Wieder schließt sie die Augen. Wieder hebt sie den Zauberstab und wieder schwingt sie ihn durch die Luft. Hokus pokus fidibus, dreimal schwarzer Kater in Milch gekocht. Abracadabra, simsalabisch, jetzt steht Essen auf dem Tisch. Frau Usebuse öffnet ihre Augen. Und was sieht sie auf dem Tisch? Da steht, ist das wirklich wahr? Auf dem Tisch steht nichts, gar nichts. Kein Essen, denkt Frau Usebuse. Was mache ich nur? Ding dong, ding dong, hört Frau Usebuse plötzlich. Das ist die Türklingel. Es klingelt an der Tür. Oh nein, denkt Frau Usebuse, die Gäste sind da und ich habe nichts zu essen für die Gäste. Ding dong, ding dong, ding dong. Es klingelt schon wieder. Ding dong, ding dong, ding dong. Lange und ungeduldig. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong. Und Frau Usebuse hat nichts zu essen für die Gäste. Gar nichts. Dann öffne ich erst mal die Tür, denkt Frau Usebuse und geht in den Flur. Und sie hat nichts zu essen für die Gäste. Gar nichts. Frau Usebuse öffnet die Tür und sie hat nichts zu essen für die Gäste. Gar nichts. Vor der Tür steht ihr Nachbar, der dicke Nachbar, und die 18 anderen Gäste. Hallo, Frau Usebuse, rufen alle fröhlich, wir kommen zur Party. Das geht leider nicht, sagt Frau Usebuse, ich habe nichts zu essen. Macht nichts, sagt der dicke Nachbar, wir haben genug Essen mitgebracht. Und alle Gäste heben ihre gefüllten Schüsseln hoch. Und Teller, der dicke Nachbar hat einen Salat gemacht, einen bunten Salat. Die 18 anderen Gäste haben Würstchen mitgebracht, lange Würstchen und Frikadellen, runde Frikadellen und Brote, helle und dunkle Brote und süße Kuchen und Sahne und Streuseln und lauter andere Leckereien. Hurra, ruft Frau Usebuse, dann können wir ja feiern. Und Frau Usebuse lässt ihre Gäste rein
und alle gehen in die Küche. Frau Usebuse, der dicke Nachbar und die 18 anderen Gäste. Frau Usebuse räumt noch schnell ihren Zauberstab weg und schon geht die Party los. Es wird gegessen und getrunken, geredet, gelacht und getanzt und gespielt und gealbert. Den ganzen Tag und den ganzen Abend und die halbe Nacht. Alle fühlen sich wohl, Frau Usebuse, der dicke Nachbar und die 18 anderen Gäste. Dann sind alle müde. Oh, sehr müde. Und der Nachbar, der dicke Nachbar ist auch müde. Und Frau Usebuse ist müde. Und die 18 anderen Gäste sind auch müde. Alle sagen Tschüss und gehen nach Hause. Als letztes geht der Nachbar, der dicke Nachbar. Das war eine schöne Party, sagt er. Eine sehr schöne Party. Ja, sagt Frau Usebuse, vor allem das Essen war so lecker. Auf Wiedersehen, sagen beide. Und dann geht der dicke Nachbar nach Hause, in seine Wohnung, nebenan. Frau Usebuse ist nun müde. Oh, sehr müde. Schnell zieht sie ihr langes Nachthemd an und legt sich ins Bett. Beim Einschlafen denkt sie noch, wie nett von meinen Gästen, dass sie so leckeres Essen mitgebracht haben. Sie will noch mehr denken, aber das geht nicht. Sie ist schon eingeschlafen. Gute Nacht.